Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Juni 2023. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Jungfrau geboren sind. Meine Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder euch eine Monatslegung präsentieren darf. Und ich bin gespannt, was meine Karten euch zu sagen haben. Ich hoffe, dass das, was meine Karten hier euch zeigen werden, wird euch behilflich sein, wird euch auch was Gutes zeigen und vor allem wird passend zu eurer Lebenssituation. Dann schauen wir die erste Karte, das ist eure Thema im Juni. König der Kelche, das, was behilflich sein wird oder im Weg steht, ist sechste Kelche. Eure Bewusstsein, Königin der Schwerter. Eure Unterbewusstsein, Rat des Schicksals. Das, was war, vierte Kelche. Das, was kommt, sechste Schwerter. Eure Energie, Page der Kelche. Äußere Energie, die Liebenden. Hoffnungen oder Ängste, die Mäßigkeit und die letzte Karte für die Zukunft, achte Kelche. Sehr schöne Karten habt ihr, weil da sind ja sehr viele Kelche, 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 die Liebenden haben wir auch. Also die Emotionen werden eine große Rolle wahrscheinlich spielen in eurem Leben. Und hier sehen wir den König der Kelche, eure Thema. Der König, ist das jemand, der neu in euer Leben kommt oder vielleicht ist schon diese Person? Ich habe das Gefühl und ich vermute, wenn ich auf die Karten so schaue, dass diese Person ist für euch bekannt, weil man schaut zurück, sechste Kelche, man erinnert sich an jemanden. Wahrscheinlich wird euch ihr irgendwie an den König der Kelche erinnern. Vielleicht dieser Mensch hat eine große Rolle in eurem Leben gespielt, aber zu damaliger Zeit war das nicht der passende Zeitpunkt für euch beiden. Und da wird ihr mit den Gedanken zurückgehen, in Erinnerung bleibende Situationen, Gefühle, Bilder werden sehr präsent sein in diesem Monat. Natürlich, was den König der Kelche betrifft, ja, na, das könnte auch eine Frau sein, ja, das ist nur symbolisch, die Karte zeigt diese Energie, diese tolle, heilende Energie, weil König der Kelche, das sind Emotionen, die geheilt werden, das ist jemand, der sehr behilflich ist, jemand, der die Hand reicht, jemand, der wirklich eine ganz tolle Gefühl und uns gibt, gut aufgehoben zu sein. Und kann sein, dass in Vergangenheit habt ihr diese Person verpasst. Wie gesagt, vielleicht war das nicht der richtige Zeitpunkt für euch beide, weil hier sind wir auf der vierte Kelche und wir sehen diese Kelche, die sind toll, die sind aufgefüllt, das ist alles da, ja, aber man ist nicht glücklich. Euch hat etwas in Vergangenheit gestört, gefehlt, ja, vielleicht habt ihr manche Situationen mit dem König der Kelche nicht so richtig verstanden oder nicht richtig wahrgenommen, ja, das Wahrnehmung, es ist auch so eine Sache, manchmal nehmen wir das anders wahr, wie das überhaupt ist, ja, und so wie das Leben immer mit uns macht, manche Situationen sind nicht so eindeutig, das wäre natürlich für uns alles sehr leicht und einfach, wenn die Situationen immer so sehr verständlich dargestellt werden, aber am meisten ist das nicht so und wir müssen dann das rausholen, uns ausdenken, ja, was nicht immer gut ist, aber auch prüfen, wie ist die Situation für mich, ja, wie ist die Situation, habe ich Chancen,
in dieser Situation mich zu entwickeln, in dieser Mensch oder eher nicht. Und oft ist so, dass wir haben irgendwelche Vorstellungen, dann haben wir noch Gedanken, dann denken wir, ja, dieser Mensch ist wahrscheinlich so und so, und im Endeffekt ist das gar nicht so. Ja, unser Kopfkino, unsere Interpretationen, die wir überall machen, sind manchmal betrügerisch. Ja, also wir dürfen nicht so viel interpretieren im Leben, aber prüfen und gucken, ob das tatsächlich so ist. Und hier kann ich mir vorstellen, dass hier wurde nicht alles bis zu Ende gesprochen, und der eine Person, vielleicht der König, hat sich auch ein Bild von euch ausgemalt, der nicht die Wahrheit entsprochen hat, und ihr genauso von dem König der Kelcher habt ihr auch etwas sich vorgestellt, was nicht da war. Ja, und das sind die Missverständnisse, die oft dazu führen in unser Leben, dass wir uns verlieren, dass da irgendwelche Sachen, Situationen, Relationen mit den anderen Menschen nicht weiterkommen, ja, weil wir interpretieren zu viel. Aber wir gucken, um was hier geht. Vielleicht werden wir noch schlauer weiterkommen. Der Tod ist da, der zweite Münzen ist da und der Gehängte. Ja, der Tod. Der Tod zeigt, die Karte zeigt, hier muss etwas zu Ende gehen. Also diese Aufgehängte, ja, man ist hier aufgehängt, man kommt nicht vorwärts. Ich kann mir vorstellen, dass ja, diese Chance, die habt ihr damals bekommen, habt ihr nicht genutzt, aus Gründen wie immer, vielleicht das wegen, was ich schon vorerst gesagt habe, weil man hat sich zu viele verschiedene Vorstellungen gemacht, aber nicht richtig geprüft. Ja, wie ist das eigentlich mit dem König der Kelche? Also mit dieser, mit eurer Gegenüber. Und dann ist einfach diese ist nicht vorwärts gekommen. Und das muss hier zu Ende gehen. Man möchte hier endlich eine Entscheidung treffen, weil ich denke, ihr bereut das, dass das nicht weitergekommen ist. Ihr bereut diese Entscheidung, damalige Entscheidung, das abzubrechen, oder ja, vielleicht habt ihr euch weiter nicht gemeldet. Auf jeden Fall, hier sehen wir, man guckt zurück, man guckt zurück, man ist traurig, weil man die Chance nicht genutzt hat, dass man die Chance verpasst hat. Und hier, der Tod ist da, also die Karte zeigt, ja, jetzt machst du irgendwas, machst du eine Entscheidung, triffst du eine Entscheidung, ja, zweite Münzen zeigt es, und egal welche Entscheidung du triffst, aber du musst auf etwas sich entscheiden, ja? Du musst eine Entscheidung treffen. Möchtest du mit dem König der Kelcher jetzt das erfrischen oder möchtest du das einfach lassen? Weil das ist so, in deinem Gedanken, dieser Mensch hat Platz, ganz viel Platz, ja? Und du musst etwas machen damit, ja? Oder bleibst du einfach aufgehängt und wirst du weiterhin träumen von dieser Person? Hier sehen wir auch die Königin der Schwerter in eure Bewusstsein. Und ich kann mir vorstellen, dass man zu wenig Gefühle in das Ganze reingesteckt hat, ja? In diese Beziehung mit dieser Person. Weil die Königin, das ist eine kalte Person. Das ist jemand, der wirklich sehr viel gekämpft hat im Leben. Jemand, der kennt eigene Grenzen, kann sich durchsetzen. Jemand, der sehr schlau ist, sehr präsent ist, aber sehr kühl. Und jemand, der sehr groß schätzt eigene Unabhängigkeit, ja, also dieser Stolz, Unabhängigkeit, und das natürlich kann einem im Weg stehen, wenn um Gefühle geht. Man möchte sich hier nicht so viel einlassen mit dem Herz aus Angst, ja, kann ich mir schon vorstellen. Die Menschen, die viel mit dem Kopf
denken, also die Kopfmenschen, die Schwerter, ja, diese Menschen haben oft Angst, sich einfach emotionell einzulassen, zu viel einzulassen, weil wenn das nicht klappt, dann wird für die wirklich eine totale Blamage, ja, weil das sind Kopfmenschen. Und hier sehen wir, das steht euch ein bisschen im Weg und vielleicht das war auch damals das Problem, dieser Stolz, diese Unabhängigkeit, ich möchte mich hier nicht verlieren, nicht ja, aufgeben. Diese Ängste, die Bindungsängste kann ich mir auch vorstellen, vielleicht sind da oder waren in Vergangenheit bei euch und man sitzt jetzt ja so ein bisschen enttäuscht von sich selbst und man denkt, naja, die Chance habe ich nicht genutzt, weil meine Charaktereigenschaften oder meine Muster, die sich bei mir so eingeprägt haben in meinem Leben, die stehen mir ein bisschen im Weg. Und hier muss man ein bisschen rauskommen aus sich. Ja, muss man irgendwelche Entscheidungen treffen. Möchte ich den Kontakt mit dem Mensch oder möchte ich nicht? Im Unterbewusstsein, da habt ihr, im Unterbewusstsein habt ihr den Rat des Schicksals und hier sehen wir, das seid ihr sehr positiv. Ja, also da seid ihr sehr positiv eingestellt zum Leben und zu dieser Situation. Man hofft, dass das Schicksalsrad wird sich noch für euch drehen. Nicht nur für euch alleine, aber für euch beiden wahrscheinlich. Sechste Schwerter haben wir zweimal. Hier haben wir auch sechste Schwerter. Das ist eine Karte, die zeigt eine gute Kommunikation, Entscheidungen, die man treffen muss. Aber hier haben wir auch siebente Schwerter. Und da kann ich mir vorstellen, dass ihr habt Angst, dass dieser Mensch euch ausnutzen wird. Siebente Schwerter, typische Karte für Diebe, für Lügner, für Leute, die klauen, betrügen und so weiter. Und kann sein, dass ihr habt in Vergangenheit sowas erlebt oder das hat sich in euch eingeprägt, diese Angst, ja, ich muss aufpassen, nicht, dass mich jemand hier ausnutzt. Und diese Gedanken ist ja sehr, sehr stark, ja. Diese Feuer, weil da haben wir der Ritter und der Stäbe, diese Gedanke ist sehr feuerisch, kann ich so sagen, sehr, sehr präsent bei euch. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Das steht euch ein bisschen im Weg. Und was ist aber wichtig hier? Die Kommunikation. Sechste Schwerter. Zweimal hat sich gezeigt. Man muss Entscheidungen treffen. Man soll einfach fragen, prüfen, das, was ich vorher gesagt habe. Nicht die Sachen hier ausdenken, die gar nicht da sind, keine Realität entsprechen. Aber einfach prüfen, gucken, weil die Gefühle sind da. Ihr habt auch Gefühle zu diesem Mensch, ja? Page der Kelche, das sind leichte Liebesgefühle, aber man hat Angst, sich ein bisschen zu öffnen, weil man hat Angst, verletzt zu werden. Typische Bindungsangst, Sache und hier muss man einfach über diese Ängste rüberspringen, ja? Wenn manche von euch so eine Situation in der Vergangenheit erlebt haben oder beobachtet haben, bei den Freunden, vielleicht in die Familie, vielleicht die Mutter und Vater haben sich auch irgendwie verletzt oder angelogen, also weiß ich nicht, woher diese Muster da gekommen ist. Auf jeden Fall, man hat hier ein Muster und diese Muster macht euch ganz leicht und jeder Mensch, der euch begegnet, gibt ein Etikett auf den Stirn und sagt, ja, das könnte potenzielle Lügner sein. Und das darf nicht sein, weil diese Menschen da draußen, die sind nicht alle Lügner und die sind auch viele liebevolle und gute Menschen, ja. Also wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass Menschen schlecht sind, ohne zu prüfen. Natürlich gibt es auch die Dieben und die Bösen, ja, im Leben ist halt schwarz und weiß, ja, böse und gute
und diese Gegensätze herrschen hier auf dieser Welt. Aber wir müssen prüfen, was ist gut und was nicht. Und das, was gut ist, sollen wir zu uns einladen und der Rest weg damit, weg damit. Das gehört nicht in unser Leben. Also die Gefühle sind da, auf jeden Fall zu dieser Person. Man möchte, ja, man möchte sich öffnen. Nur, eure, wie gesagt, Muster oder Denken steht euch ein bisschen im Weg. Aber jetzt kommen wir zu den Liebenden. Und das ist eine sehr schöne Karte. Und diese Karte zeigt die äußeren Einflüsse. Also das ist wahrscheinlich der König der Kelche hier. Versteckt sich. Oder, wie gesagt, das muss nicht unbedingt der Mann sein, das kann auch eine Frau sein. Das ist nur ein allgemein, ein symbolisch gesehen, ja, diese Energie von dem König. Okay, wir gucken mal. Zehn der Schwerter, möchte diese Person irgendwie verlassen, das Ganze. Da haben wir noch den Ritter der Münzen und nochmal die Liebenden. Zehn der Schwerter. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Person irgendwie ist am Boden zerstört, weil das klappt irgendwie nicht mit euch, ja? Moment, ich muss das anders hinlegen. Sieht man besser. Das klappt mit euch nicht. Dieser Mensch möchte sich zeigen von die beste Seite, der Ritter der Münzen. Hat auch was zu bieten, ja, hat auch was zu bieten, möchte glänzen bei euch, möchte sich präsentieren vor euch, aber das ist dem Menschen irgendwie nicht gelungen, ja, sich so zu präsentieren, wie man möchte, und vor allem zweimal die Liebenden, also dieser Mensch hat wirklich starke Gefühle, was euch angeht und möchte mit euch was Starkes auch aufbauen. Aber wie man sieht, diese Person ist auch am Boden zerstört. Zehn der Schwerter, das ist so eine typische Karte. Ich kann nicht mehr. Ja, ich habe schon alles versucht, aber irgendwie klappt das Ganze nicht. Weil ich denke, das ist von euch diese Energie, diese Angst, ja, diese Angst, sich einzulassen, ja. Ihr weißt ganz genau, das ist eine tolle Person. Irgendwie, man weiß das, das ist eine tolle Person. Trotzdem, diese unbewusst tut ihr dem Mensch irgendwie negativ sehen. Ja, tut ihr den anziehen als eine falsche Person. Aber das hat in Wirklichkeit mit diesem Menschen nichts zu tun. Das hat nur zu tun mit euch selbst. Ja, warum wir manche Menschen schon von Anfang an sehen, so und nicht anders. Es ist oft so, dass man so ein Gefühl bekommt zu einem Mensch. Also ich kann das auch. Ich kann ganz schnell erkennen, welcher Mensch passt zu mir, welcher Mensch passt zu mir nicht, und ich spüre immer was, ja, auch wenn das manche sind so gute Schauspieler, aber ich spüre immer was, da irgendwie stimmt was nicht, ja, oder passt mir nicht in den Ganzen, aber dann lasse ich das einfach laufen und schaue ich, wie sich das entwickelt. Dieser Mensch hat dann Chance, sich zu zeigen, positiv oder negativ. Und wenn der negativ sich gezeigt hat, ja, dann sage ich danke, ja, dann tschüss, dann das war nicht unser Weg, ne? Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und aber man muss den Menschen ein bisschen Chance geben, dass sie aus sich rauskommen und sich authentisch auch zeigen können. 14. Da haben wir die Mäßigkeit, eine sehr gute Karte, das sind eure Hoffnungen. Das ist auch eine Karte für die Ängste, aber hier die Ängste, die gehen in die Hoffnungen. Ja? Hier sehen wir, die Hoffnung ist da, dass die Ängste vorbeigehen werden, dass man noch sich entwickeln kann im Leben, dass man
noch diese Ausgleich bekommt und die Möglichkeiten an sich zu arbeiten auch, ja, und den anderen auch die Chance geben und sich selbst auch die Chance natürlich geben, sich selbst die Chance zu geben. Hier haben wir die beide Karte für die Zukunft, sechste Schwerter und acht der Kelche. Und hier muss die Entscheidung getroffen werden. Ja, was mache ich? Tue ich diese Situation verlassen? Drehe ich mich um und gehe ich in andere Richtung, vielleicht bessere Richtung? Soll ich das verlassen oder soll ich doch in Gespräch kommen? Die Kommunikation suchen mit dem Mensch. Hier muss ja eine Entscheidung treffen, dass diese gehängte Phase weggeht. Ja? Und achte, Münzen zeigt, dass man an sich arbeiten muss. An sich, an eure, vielleicht kann ich so sagen, an eure Partnerschaft, Beziehung, dass man hier das ausbauen kann. Ja, man hat schon eine kleine Grundlage sich aufgebaut. Man kann noch das vertiefen und dann es gucken, passt das oder passt das nicht, weil die Wille und die Gefühle sind auch da. Nur die Ängste, ja, und da haben wir den Teufel wieder. Der Teufel, der ein bisschen im Weg steht, den beiden, ja, Menschen, die zusammen sein wollen. Zweite Kelche, eine tolle Karte für die Liebe. Für Menschen, wie zwei Menschen, die das Gleiche wollen und gleich ticken. Aber der Teufel ist da. Der Teufel ist da. Siebende Schwerter sind da. Und das muss weg. Ja, diese Schwächen, diese Ängste von dem, dass jemand uns manipulieren kann, jemand uns beherrschen kann, verführen kann, ja, die sind so groß, dass euch bremsen, anderen Menschen zu vertrauen, ja. Und wie kann man das nochmal, wie kann man das jetzt bearbeiten? Ja, hier haben wir, wir müssen daran arbeiten, dass das weggeht, dass der Teufel hier weggeht, weil ja, man muss prüfen, prüfen, gucken, kommunizieren, reden mit dem Mensch, authentisch bleiben, sich öffnen, ja, was uns passiert, wenn wir uns öffnen, unser Herz öffnen. Wir können die Ablehnung bekommen. Oder wir können angenommen werden. Das ist wie bei dem Bachelor. Ja? Die Frauen, die dann, sage ich jetzt als Beispiel, die kommen dann in die Finale und die stehen und zittern und die wissen nicht, wie das im Endeffekt wird. Ja? Aber manche Frauen vielleicht entwickeln schon starke Gefühle zu dem Mann. Trotzdem, die nehmen dieses Risiko. Ja? Mir ist es wichtig, der Mann gefällt mir, ich möchte das, egal was passiert, ich riskiere hier was. Ja, ich muss mich öffnen, ich muss mit ihm authentisch sein und reden über das, was ich fühle, sonst werde ich mir meine Chance verpassen. Und das ist am meisten so, dass die Frauen dort, ja, nicht sich öffnen, weil die Angst haben, sich zu öffnen. Ja gut, vielleicht manche sind nur wegen der Sendung, aber das ist schon was anderes. Aber wenn das tatsächlich ist, dass die Frauen wirklich ein Gefühl entwickeln können, dann müssen die mit dem Mann kommunizieren. Aber am meisten ist das so, dass die wenig kommunizieren und dann der Mann muss sich ausdenken, ja, was hat sie eigentlich gemeint? Und dann kann das natürlich die eine oder die andere verspielt die Chance, ja, weil die hat Angst, sich einzulassen, sich zu öffnen und die anderen nutzen die Chance und die kommen vorwärts, ja. Deswegen hier, diese Ängste müssen weg, das ist natürlich mit dem Bachelor, das war nur ein Beispiel, aber ich finde ein gutes Beispiel, weil so ist das auch im Leben wirklich, da zwischen uns, nicht vor den Kameras, das läuft genauso. Ja, wo wir Ängste haben, abgelehnt zu werden. Und im Endeffekt, wir werden abgelehnt,
Deswegen, weil wir uns nicht geöffnet haben. Und hier, Leute, ein bisschen mehr Risikobereitschaft, was die Gefühle angeht, aus sich rauszukommen, in die Kommunikation kommen mit dem Mensch, reden und ja, und schauen, welche Perspektiven habt ihr gemeinsam. Ja? Und dann könnt ihr gucken, mache ich das weiter oder verlasse ich die Situation, weil das nichts für mich ist, ja, aber das ist so ein Schreck ohne Ende, kann ich mir das vorstellen. Also, meine Lieben, ich hoffe, dass ihr wird in diesem Monat eine vernünftige Entscheidung treffen, eine gute Entscheidung treffen, was eure Partnerschaft oder zukünftige Partnerschaft angeht. Vielleicht geht hier nicht unbedingt um die Liebe zu dem Mann oder Frau, ja, so eine reine Liebesbeziehung, aber um eine andere Beziehung. Zum einem Mensch, der euch sehr wichtig ist im Leben, ja. Also ich hoffe, dass dieser Monat wird euch ein bisschen Klarheit bringen und ihr wird aus euch rauskommen und mehr Risiko zeigen, was die Liebe angeht. Meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat. Passt auf euch gut auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.